Herzlich willkommen zurück zur 11. Episode von Kerbal Space Program und wir trauern um Jebediah Kerman, der auf dem Mond zerschellt ist, weil die Flugzentrale einen großen Fehler gemacht hat, nämlich schlicht und ergreifend zu früh aufs falsche Knöpfchen gedrückt hat, unabsichtlich. Deswegen, jetzt geht's weiter. Ich versuch's doch nochmal mit dem Moonlander. Auf ein neues. Irgendwie müssen wir die Kerbals auf den Moon bekommen und dann auch später überall anders hin, wo sie hinwollen. So, SAS an, Vollschub und 3, 2, 1, ab geht's. Ich habe jetzt nur noch Winglets hier oben angebracht, einfach aus dem Grund, damit das Teil beim Aufsteigen ein bisschen stabiler ist. Später im All ist es natürlich komplett egal, denn Winglets sind natürlich nur gut, wenn es auch Luft zum Verdrängen gibt. Aber ja, soweit so gut. Wen haben wir denn heute an Bord? Dudden Kerman. Okay, Dudden. Ich hoffe, ja, du bist zu Recht skeptisch. Vielleicht hat er auch die Explosion der Moon Station 1.1 gesehen, die vermutlich das halbe Testgelände in Schutt und Asche gelegt hat hier. Naja, kann man nichts machen. Wissenschaft erfordert manchmal Opfer. Ja, während wir hier aufsteigen, was kann ich euch denn sonst noch Aufregendes erzählen? Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich jetzt auch angefangen, Game Dev Tycoon zu spielen. Das Spiel mag ich wirklich gerne, das habe ich. So ein ähnliches Spiel gab es auch von Kairosoft schon auf iOS und das habe ich gesuchtet wie sonst was. Und deswegen dachte ich, ja, das muss ich euch einfach zeigen. Machen aber viele andere Let's Player auch. Es gibt vor allem, also wenn euch meine Let's Plays gefallen, es gibt ja jemanden, den ihr euch auf alle Fälle anschauen solltet, denn der macht dasselbe wie ich, nur mit sehr viel mehr Spielen und sehr viel besser. Und das ist der gute Gerugon. Also sucht mal auf YouTube nach Gerugon. Der Mann hat's wirklich drauf. Im Gegensatz zu mir. Und der ist auch bei Kerbin ein bisschen besser. Wobei, bei Part Nummer 11 war er ja auch noch nicht ganz so weit. Aber ich hatte ja einen Vorteil. Ich habe das ja ein bisschen von ihm und von vielen anderen gelernt. Denn gerade bei Kerbal Space Program gibt's echt gute Let's Player. Mit teilweise richtig kranken Projekten. Also das ist... Ja, ich finde ja, Kerbal ist zurzeit so quasi das neue Minecraft. Im Prinzip immer das Gleiche, aber immer wieder unterhaltsam und man erfährt immer wieder tolle Sachen. Und es macht schlicht und einfach Spaß. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon auf 16.000 Meter und wir sind bald dabei, die ersten drei Tanks abzuwerfen, wenn ich es richtig sehe. Schauen wir mal. Ich lasse den da jetzt hier noch fröhlich vor sich hinsteigen mit dem Schub. Wir sind auch viel zu schnell für unsere Höhe. Das hätte treibstoffeffizienter gehen müssen. Mann, Mann, Mann. Aber auf sowas achte ich natürlich jetzt nicht, wenn ich euch wieder was erzähle. Also, neuer Auftrag für mich. Reden und spielen gleichzeitig und nachdenken irgendwie möglich machen. So, jetzt die Geschwindigkeit bleibt in etwa gleich. Also lassen wir den Schub auf 2/3 und schauen uns mal hier die Apoapsis an. Schon auf 40.000 Meter, T-minus 50 Sekunden näher kommen, das ist ganz okay, würde ich sagen. Und wir gehen weiter runter mit dem Schub, einfach um den Treibstoff zu sparen. Wir haben zwar noch den Tank ganz voll. Das ist eben der Sinn von diesen Treibstoffleitungen. Es geht noch ein bisschen eleganter, das ist dann das sogenannte Asparagus-System, also quasi das Spargelsystem. Woher genau diese Wortwahl kommt, kann ich euch auch noch nicht sagen, aber ich habe es einfach noch nicht gegoogelt, könnt ihr ja mal machen. Und das ist schlicht und ergreifend, man packt zum Beispiel 6 kleine Tanks außen hin und legt die Leitungen so, dass zuerst 2 davon leer werden, dann sprengt man die ab, dann werden die nächsten 2 leer, dann sprengt man die ab und dann bleiben ganz am Schluss eben nur noch das in der Mitte über und man verliert eben stetig an Gewicht. Und das ist die effektivste Art und Weise aufzusteigen. Wenn man jetzt nicht gerade cheaten will, es gibt doch noch einen Cheat, und also einen Cheat unter Anführungszeichen, der recht hilfreich sein kann, nämlich man kann an so einen großen Tank 5 bis 6 bis 7 kleine Triebwerke dran pappen. Und also nicht so, wie es ich bei der Moon Station gemacht habe, sondern richtig. Das kann ich euch auch mal zeigen. Ist auch ganz okay, aber ist ja nicht in unserem Sinne, dass wir hier Sachen ausnutzen, die im Prinzip nicht funktionieren sollten. Denn wir wollen das Spiel ja auf die ehrliche Art und Weise spielen. So, Apoapsis von 63.000 und steigend, das ist ganz okay. Im Prinzip möchte ich mit dieser Stage ja nur noch... Obwohl, wir bleiben auf 2/3, Resources blende ich mir nochmal wieder ein. Und natürlich auch hier den Nuffball auf der Karte. Im Prinzip wollen wir das Ganze ja einigermaßen
fair machen, das habe ich gerade schon gesagt, und ich wollte eigentlich was anderes sagen, nämlich im Prinzip möchte ich eben mit dieser Stage, so wie gerade vorher, noch bis zum Moon kommen oder bis Hälfte der Strecke, dann kann ich hier mit den Atomic Rockets navigieren und dann hoffentlich ohne die drei Tanks abzusprengen das nächste Mal auf dem Moon landen, denn mit den drei Tanks ginge das Ganze doch wesentlich einfacher. So, jetzt mehr in Richtung der Apoapsis navigieren. Das Ding mit den Winglets lässt sich das echt schön lenken. Danke für den Tipp in den Comments. Ich nehme Tipps natürlich gerne weiterhin an, aber ganz ehrlich, bei mir sieht es echt aus, als wäre ich der blutigste Noob überhaupt in dem ganzen Spiel. Wenn ich euch jetzt sage, dass dem eigentlich nicht so ist, dann würdet ihr nicht sagen, dann bist du erst recht Noob. Also ich habe sicherlich, mein Steam-Account zeigt an, dass ich das Spiel 40 Stunden gespielt habe. Das stimmt natürlich nicht. Ich lasse das zwischen den Aufnahmen ganz gerne auch mal stehen oder während ein Video rendert oder so. Also ich habe 20 Stunden habe ich gespielt in etwa. Davon das meiste aber auch nur ziemlichen Blödsinn rumprobiert. Also ernsthaft gespielt 15 Stunden, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, selbst wenn man noch länger das Spiel spielt, es kann einem immer etwas daneben gehen. Und man kann nie alles wissen, vor allem nach irgendeinem Patch oder so. Aber vor allem, wenn man so wie ich zwischenzeitlich auch noch sehr viel andere Sachen spielt. So, unsere Apoapsis ist bei 80.000, nähert sich den 100.000, das ist richtig nice. Ich könnte jetzt nochmal kurz Treibstoff sparen, indem ich das hier weg-xe, mich hochtreiben lasse zur Apoapsis und dann hier nochmal auf Kurs gehe und noch mehr Schub gebe. Das spart ein wenig Treibstoff ein. Wir haben in etwa die Hälfte noch von unserem Liquid Fuel und wir haben eine Periapsis, die lassen wir auf in etwa ja ebenfalls so hochgehen. Das passt und Ende. Also guter, einigermaßen brauchbarer Orbit. Und jetzt wollen wir den Moon Encounter hinkriegen und dafür, die Periapsis ist mir ein bisschen zu hakelig. Ich nehme den Schwung hier mit und werde hier ein Manöver adden. Und zwar geben wir natürlich wieder ein bisschen Schub. Das müsste eigentlich, ja, das ergibt einen Moon-Encounter und das ist einer von der guten Sorte. Denn beim Moon ist es im Gegensatz zum weiblichen Geschlecht durchaus gar nicht so unbrauchbar, wenn man von hinten ankommt, so wie wir hier, so. Und das hilft einem, um besser dann landen zu können, weil der Mond fliegt quasi von einem weg und das hebt ein bisschen die Kräfte auf, die hier wirken. So. Wir machen den Antrieb ein kleines bisschen an und suchen natürlich erstmal unseren. Okay, oder ich mache RCS an und mache den Antrieb aus und suche einfach mit dem RCS und das ganze Ding bewegt sich mit RCS ziemlich schwerwiegend, schwerfällig. Ja, suche ich einfach mal unseren Manöverpunkt. Verzeiht, wenn ich jetzt nicht gleich alle Tasten finde, aber ich habe eine neue Tastatur, ich habe endlich meine alte entsorgt und habe meine, die ich in der Arbeit habe, mit nach Haus genommen. Denn in der Arbeit habe ich eine Gaming-Tastatur zum Arbeiten und zu Hause hatte ich eine Arbeitstastatur zum Gamen. Das ist jetzt nicht so ganz Sinn der Sache, würde ich sagen. Wobei manche Leute das, was ich da habe, als Gaming-Tastatur wahrscheinlich eher nicht so bezeichnen würden. Das ist eine U-Rage Exodus. Ihr könnt ja mal googeln, das ist eher mehr ein kleines Lichtspiel, Feuerwerk, könnte man fast schon sagen. So, wohin willst du denn Manöverpunkt? Und wohin wollen wir? Also wir machen jetzt hier erstmal aus und lassen uns ein bisschen zum Manöverpunkt hintreiben. 12 Minuten bis dahin. Estimated Burn Time 5 Minuten. Also sollten wir mit 2 Minuten bei halber Kraft hinkommen. 6. Ah, okay. Time Warp minus 1. Wir sind zu nah am Planeten dran, nehme ich mal an. Dann versuche ich doch jetzt schon mal reinzubrennen. Naja, so auf 2 Dritteln. Wir haben hier, müssen 900 Meter pro Sekunde aufbauen. Auch nicht so das Wahre. Was man übrigens hier schön machen könnte mit dieser Flugbahn, WTF, Kerbin Escape, da ist aber was schiefgegangen, ha Leute. Moment, Moment, Moment. Das sehe ich mir besser nochmal an. Schub aus. Löschen. Löschen. So, ich setze mir jetzt extra hier neben der, in der Nähe der Periapsis eine. So, also nochmal von vorne. Wenn wir hier Schub geben. Up, okay. Neuer Encounter. Ja. Okay, nehmen wir den. Sieht auch gut aus. Oder wir versuchen das. Also, 2 Minuten 90 Sekunden. Also, ich mache das jetzt natürlich nicht so perfekt, wie es sein müsste, aber so in etwa kommt es hin und wir haben echt genügend Treibstoff, würde ich sagen, um das Ganze hier abzubauen.
Denn ich habe da noch die ganze Station mit der Atomic Rocket. Ist kein Problem. Ich könnte jetzt natürlich auch die alte abwerfen, aber ganz ehrlich, dieser Antrieb ist effektiver, mit dem kannst du wesentlich schneller Geschwindigkeit auf- oder abbauen. Und das macht dann wesentlich mehr Sinn. So, RCS mache ich mal wieder aus. Und dann schauen wir mal noch 230, 220. Wie sieht das eigentlich so auf den Live-Bildern aus? Wir sind immer noch bei Kerbin. Okay. So, und gleich haben wir es geschafft. Ein bisschen weniger Schub, weniger Schub. Denn wir müssen sehen, dass wir so in etwa unter 10. Op. So. Okay. Irgendwas läuft hier ziemlich verkehrt. Well, fuck. Das passiert, wenn man das nicht schnell genug macht. So, okay, machen wir das Ganze. Ne, ich fliege jetzt da mal ein Stück weiter raus. Lass mich einfach treiben. In der Zwischenzeit kann ich ein Schlückchen trinken, könnt ihr auch machen. Wenn ihr über 16 seid, dann Prost. Wenn nicht, hört weg und trinkt eine Limo. Ich hätte mich jetzt auch ganz professionell muten können. Ja, manche Leute sagen, Essen und Trinken während Podcasten oder YouTuben geht überhaupt nicht. Ich sag, gegen einen Schluck kann man eigentlich nichts einwenden. Habe ich damals schon zu Warcraft 3 Zeiten immer gemacht. So, wann sind wir denn hier endlich? Shit. Kommen wir da noch heil vorbei? Ja? Verglühen wir noch nicht in der Atmosphäre? Unsere Orbitalgeschwindigkeit sinkt nämlich wie Sau. Aber ich glaube, das geht sich aus. Ja, wir haben den tiefsten Punkt über. Standen. Das hatte ich letztes Mal in einem Versuch. Habe ich mir gedacht, hey, setz du die mal so auf 30.000 und dann bin ich herangeschossen und auf einmal plumps. Und schon war meine Mundumlaufbahn komplett für den Arsch. Für den Eimer. Dadurch, dass wir so nahe sind, können wir leider nicht mehr höher warpen, deswegen ist es ganz schön langweilig. Ich werde. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal irgendwas. Ihr müsst mich einfach was fragen. Dann kann ich euch was erzählen. Oh, und seht mal, unser Pilot Dudden Kerman, der ist extrem mutig und ziemlich klug. Also, mein Freund, ich hoffe, du gehst jetzt bei dieser Aktion nicht drauf. Oh Mann, wie langsam kann man denn überhaupt sein, ey? Ja, es geht auch immer noch runter. Das war jetzt ungeschickt. Was zur Hölle ist jetzt passiert? Ach so. In Full Warp darf man beschleunigen? Ich dachte, man kann im Warp nicht. Naja, egal. Also, uns ist jetzt unsere gesamte Rakete abgerissen. Nice one. So, weg damit. Und damit mit gesamter Rakete meine ich unsere Atomic Rocket. Das könnte unseren Fall ein wenig verkomplizieren, Leute. Denn jetzt müssen wir mit diesen drei Triebwerken nicht nur landen am Mond, sondern auch zum Mond hin navigieren. Haben wir wenigstens noch Landing Struts? Ja, die haben wir zumindest noch. Das ist schon mal gut. Wir haben noch RCS. Na dann, ich hoffe, du bist echt mutig, mein Freund. Und ich hoffe, du hast was drauf. So, wann kann ich denn ja endlich den Warp höher drehen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, ich hätte nur einmal stoppen müssen. Warum sagt mir das vorher keiner? Danke. So, wir machen uns hier auf den Weg. Und jetzt setze ich mir hier einen Manöverpoint. Wir müssen ja nur in eine Mundumlaufbahn. Noch ein bisschen weiter. Okay, die sieht mir ziemlich strange aus. Aber nehmen wir. Nehmen wir, das dürfte die energieeffizienteste sein. 82 Meter pro Sekunde müssen wir abbauen, das kriegen wir hin. Vorteil, dass uns jetzt alles um die Ohren geflogen ist, ist, das Teil lässt sich jetzt sehr leichtfüßig lenken, weil das RCS dreht das bisschen Gewicht mit Leichtigkeit. Ach so, no, den 48 Minuten, okay. 47, noch eine Warpstufe höher, aber nicht wieder verpassen. Mit den Warpstufen, weil die nicht sofort umschalten, ist es so eine Sache. Die bauen sich ja immer erst langsam wieder ab und das ist echt nicht lustig. So. Wieso ist jetzt die Estimated Burn Time wieder für den Arsch? Weil ich die Triebwerke noch nie angemacht habe. Das könnte es erklären. Gut. Wir schauen besser wieder auf die Karte, was wir machen hier. Der Orbit geht langsam in die Richtung, in die er sein sollte. Das ist doch gut so.
Und zwar wirklich schön langsam. Wir machen das schön treibstoffsparend. Eine Hand habe ich am X und dieses Mal nicht auf Space, so wie beim letzten Mal, wo uns alles um die Ohren geflogen ist. So. Und da haben wir es auch schon. Ich lösche mal den Manöverpunkt, damit wir es auch sehen können. Genau, hier Moon Encounter. Jetzt fliegen wir also einfach nur noch straight nach vorne. Warten auf den Moon Encounter. Und dann heißt es wieder in die Gegenrichtung brennen. Glaube ich. Oder nein, es heißt immer in die Gegenrichtung brennen. Das ist eigentlich relativ simpel, wenn man das einmal erreicht hat. Und dann hoffen wir, dass es das irgendwie mit dem Treibstoff ausgeht. Aber ich denke, das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Falls wir nicht wieder auf den Boden fällen. Der Mond kommt dieses Mal von hinten. Warp aus, Warp aus. Das sieht doch gut aus. Denn jetzt muss ich nur noch hier auf Gegenkurs gehen. Also einfangen wird er uns jetzt leichter als vorher. So, ich gehe auf Gegenkurs. Ihr seht, das biegt sich wieder. Wie sieht es mit unserem Fuel aus? Noch kaum was verbraucht. Das ist gut. Wir lassen das jetzt auch relativ langsam angehen. Oh Mann, schon wieder 16 Minuten gequatscht. Na, so ein Glück. Und langsam machen wir hier die Kurve. Ich bin dann nur gespannt, ob wir es schaffen, auf die richtige Seite des Mond zu fallen, mehr oder weniger. Okay, wir haben noch immer ordentlich Fuel. Das ist doch wunderbar. Die Spannung steigt. Und gleich haben wir es geschafft mit einer ziemlich strangen Kurve hier und stopp. So, wenn wir auf diese Seite des Moon wollen, lassen wir uns wohl besser gleich mal bis zur Periapsis drüber treiben. Okay, diese Richtung, also gegengleich zu unserem Satellit. Das heißt, dieses Mal sind wir eben von vorne gekommen. So, stopp. So, wir sind jetzt schon ziemlich nah. 60.000. Sehen wir uns das mal kurz hier an. Okay, und jetzt gilt es eigentlich nur noch, dieses Teil gut auszurichten. SES aus. Erstmal kompletten Gegenschub, weil ich einigermaßen gut drüber schweben möchte. Denn seitliche Bewegung auszugleichen beim Landen ist echt nicht lustig. So, jetzt schauen wir mal, wie sich das verändert. Genau, das wird theoretisch immer kleiner, immer kleiner. Und schön kreisrund würde es jetzt werden. Also für einen Satelliten wäre das ziemlich gut. So. Dafür könnte das jetzt gleich ein ziemlich harter Crash werden, unter Anführungszeichen. Also mit ziemlich viel Geschwindigkeit, weil wir eben so knapp vor der Planetenoberfläche sind. Also Planet, der Mond ist ja eigentlich kein Planet in dem Sinne. Die genauen Unterscheidungskriterien haben sich ja da auch schon öfters geändert, denn wir haben jetzt zurzeit im System nur 8 Planeten und dafür einen ganzen Haufen Mini-Planeten dazu bekommen. Also wie ihr zum Beispiel wisst, den guten Pluto hat es erwischt, auf alle Fälle. So, ganz langsam. Wie sieht es mit unserem Fuel aus? Okay. Ich habe dann als Ersatz theoretisch immer noch die eine Stufe. Wir sind derweil bei 76.000. Okay, das sieht ganz brauchbar aus. So, sehen wir zu, dass das in etwa gleich kommt. Ich halte die Hand wieder auf X und nicht auf Space. So. Und stopp. Okay, noch nicht ganz. Ach so, es hat sich schon wieder überschnitten. Egal, ich lasse mich jetzt einfach fallen hier. Dieses Mal mit einer deutlich geringeren Warpgeschwindigkeit. So, ah ja, ausrichten wir auch nicht schlecht, ha? Ach so, Warpgeschwindigkeit, das heißt, ich kann mich nicht. So, SAS. SAS, geh aus. Danke. So. Gut auf Gegenschub einstellen. Ich gebe schon mal ein bisschen Schub, um die Geschwindigkeit abzubauen. Die Landing Struts fahren wir schon mal aus. Genau, noch sieht's gut aus, Dadden. Noch sieht's gut aus. Cannot save while ship is under acceleration. Okay, ja, wir wollten ja auch nicht saven, ha? Wir sind keine Weicheier. Also 12.000 Meter und wir fallen. Sieht derweil nicht übel aus, was wir machen. Ich gehe ein bisschen auf genaueren Gegenkurs. Könnte das unser erster bemannter Moonflug werden? Also eigentlich überhaupt der erste Moon-Oberflächenlandung, denn wir haben ja noch keine Sonde auf dem Planeten abgesetzt. Wir wollen dann einen Lander absetzen und/oder eine Mondbasis bauen. Oder wollen wir unsere Basis woanders bauen? Minmus zum Beispiel. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Oder vielleicht habt ihr irgendein anderes krankes Projekt. So, ich muss jetzt hier mal ausmachen. Denn
Der Mun hat die doofe Angewohnheit, dass wir ansonsten immer wieder nach oben steigen. Und dann geht uns irgendwann der Treibstoff aus und dann fallen wir schneller, als uns lieb ist. Habe ich überhaupt noch SAS? Ja, stimmt, ich habe noch immer SAS, spannenderweise. So. Es ist ja eigentlich überall ein Mini-SAS eingebaut in diesen bemannten Kapseln. So, ich gebe wieder ganz leicht Schub. 6000. Und wir sinken langsam vor uns hin. Ja, der Mond sieht ziemlich langweilig aus, ehrlich gesagt, ha? Hätten wir uns wohl aufregender vorgestellt. Aber irgendwo im Boden des Mondes muss etwas schlummern, das uns der Satellit angezeigt hat, denn sonst hätte uns unsere Regierung der Kerbals wohl nicht hierher geschickt. Und dann sieht relativ fröhlich aus. Ja, würde ich auch. Die Dinge sehen, ja, es könnte was werden. Wir haben noch Fuel. Wir könnten es schaffen. Wir könnten es sogar schaffen, wieder zurückzukommen. Oh fuck. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob wir wieder zurückkommen. Falls wir nicht sehr sanft auf einem Triebwerk landen können, denn dieses Teil wird definitiv explodieren, wenn wir aufkommen. Oh fuck. Ja, das hätte mir auch mal vorher auffallen können. Da hätte ich die Landing Struts mal besser so auspacken sollen. So, ich muss jetzt hier ein bisschen mehr Schub geben, um das auszugleichen. Wir sind schon auf 2400, aber es sieht gut aus. So. Ich mache das SS aus und gehe jetzt händisch auf Gegenschub. Immer dem X folgen. Und immer genügend und nicht zu viel Schub geben. Unter 10 Meter pro Sekunde ist es im Normalfall so, dass wir überleben sollten. So, und jetzt ist mir dieses Schubding. Und ihr seht, wir steigen schon wieder. Zu viel Schub. So, wir machen jetzt die harte Tour. Ich habe gerade gesehen, ich kann das ganz gut abfedern. Wir lassen uns jetzt also. Nur dieser Seitenschub, der stört mich. Wenn wir da aufkommen und über den Boden schrammen, dann war's das mit unserem Triebwerk. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wir sehen, oh, unser Schatten ist ganz schlecht. Schatten bedeutet, wir sind nämlich schon sehr nahe. Okay, ich muss Gegenschub geben. Hilft nichts anderes. Und ich muss diesem Symbol hier hinterher. Zu viel Schub. Ihr seht, das ist eine ganz schön interessante Aufgabe, hier alles richtig zu machen. So, wir kommen runter, wir kommen runter, wir sind zu schnell, wir sind nicht zu schnell. Das könnte was werden. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss diese verdammten seitlichen Schub irgendwie ausgleichen. Oh oh. Ha! Leute, das Problem hat sich soeben erledigt. Punktlandung, würde ich mal behaupten. Ohne dass irgendwas explodiert ist. Einziges Problem, wir haben noch 94 Liquid Fuel. Ich glaube, wir brauchen eine Rettungsmission. Aber fürs Erste. Hallo, mein Freund. Pack doch mal dein Jetpack aus. Oder hüpf mal runter. Wir haben unseren ersten Kerbal auf dem Mund. Hallo, sieh mal in die Kamera. Oh Mann, ey. Yay! Und dahinter ist auch noch Körbern im Hintergrund. Ich würde sagen, das war doch fürs erste Mal jetzt schon relativ erfolgreich. Wunderbar. So, und jetzt einmal Jetpack-Action. Hallo? Ich sagte Jetpack-Action. Na, macht Spaß. Oh, und plumps. Aber war nicht so schlimm. Gut, dann würde ich mal sagen, wir lassen ihn hier derweil mal auf den Mund. Ich mache hier einfach, ich gehe zum Space Center und beim nächsten Mal überlegen wir, ob wir eine Rettungsmission an den Start bringen oder gleich die Mondbasis zu ihm hinschießen oder ob wir versuchen, wieder zurück nach Körbern zu kommen mit unserem ersten wagemutigen Helden der Körbelraumfahrt. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie immer, und ich hoffe, wir sind auch das nächste Mal so erfolgreich wie jetzt. Das war's für heute von mir. Macht's gut. Bis bald, euer Chris. Ups. Hey, cancel. So, aber jetzt bis bald.